Kalk bestimmt unseren Alltag. Aber wer weiß das schon? Kaum eine Industrie kommt ohne ihn aus. Sei es bei der Herstellung von Stahl, Glas, Zucker oder Papier. Selbst Schüler arbeiten damit. Früher bestand Schreibkreide aus einem weichen Naturkalkstein. Heute aus schreibfähigem Gips, ebenfalls ein Produkt auf Kalkbasis. Im Niederbergischen Land befindet sich eines der größten Kalksteinvorkommen Europas. Wülfrath gilt als Zentrum der Gewinnung und Verarbeitung dieses Rohstoffes. In Wülfrath wurde und wird Kalk abgebaut. Wülfrath war früher klassisch die Kalkstadt. Also früher hat ganz Wülfrath im Prinzip von Kalk und durch Kalk existiert. Und es hat immer noch eine wichtige Bedeutung für die Stadt. Und alleine, wenn Sie sehen, dass wir hier unseren Tunnel mit ungefähr 28 Ehrenamtlern betreiben, die zum größten Teil früher bei Kalk gearbeitet haben und jetzt aus alter Verbundenheit hier kommen und uns unterstützen, dann sehen Sie schon, dass dieses Thema nach wie vor in der Bevölkerung hier eine große Rolle spielt. Kalk braucht also ganz, ganz viele Dinge. Wir gehen da rein. Und ganz am Ende, das ist ja ein Tunnel, ganz am Ende des Tunnels sehen wir einen Steinbruch. Sie machen im Prinzip eine Zeitreise durch 400 Millionen Jahre Erdgeschichte. Wir fangen also im Devon an, weil das für uns ja, wie ich sagte, ganz bedeutsam ist. Und dann geht man jedes Erdzeitalter hindurch, erfährt etwas über die Tiere, über das Klima, über die Vegetation, die sich entwickelt hat, wie sich die Kontinente zu diesem Zeitpunkt gebildet haben, verschoben haben. Und ganz am Ende tritt man dann quasi in der Jetztzeit hinaus und kann etwas über die Industriegeschichte der Kalkindustrie erfahren. Das heißt, wir haben sozusagen die inhaltliche Klammer, wo kommt der Kalkstein her, den wir am Ende hinten in den Steilwänden des Bruches zeigen. Im Meer lebten die Fische und auch die Korallen, die Muscheln. Und aus den versteinerten Resten der Korallenriffe entstand Kalkstein, so wie ihr da vorne diese ganz dicken Brocken gesehen habt. Und das heißt, wenn ihr, wer schon eine Zahl lesen kann, der Kalkstein ist 400 Millionen Jahre alt. Der Steinbruch Rodenhaus der Rheinkalk GmbH. Die Firma gehört heute zur belgischen Luast-Gruppe, dem weltweit größten Kalkspezialisten. Das Unternehmen ist von August Thyssen gegründet worden vor 102 Jahren als Zulieferindustrie für die Stahlindustrie. Doch braucht man Kalk und August Thyssen wollte gerne alle Rohstoffe, die er braucht, in seinem eigenen Besitz haben. So sind wir entstanden. Wir haben inzwischen den fünften Kalksteinbruch, den wir hier eröffnet haben. Wir haben begonnen im Steinbruch Schluckkoten, dann im Bochumer Bruch, dann im Steinbruch Prangenhaus, Rodenhaus Süd und Nord. Das sind die fünf und wir werden in naher Zukunft den sechsten Steinbruch Silberberg hier aufschließen. Der Stahl boomt, aber auch der Neubau und die Modernisierung von Kraftwerken boomt. Also Kalk wird nach wie vor in großen Mengen benötigt. Deshalb wird auch ein neues Gebiet aufgeschlossen, das wahrscheinlich für die nächsten 40 Jahre hier im Kreis Mettmann die Kalkgewinnung sicherstellt und damit also auch eine langfristige ökonomische Perspektive für die Kalkindustrie hier an diesem Standort. Vormittag im Steinbruch. Die Fachleute bohren die 17 bis 20 Sprenglöcher für eine der Sprengungen des nächsten Tages. Eine Probe lässt den Charakter des Gesteins erkennen. Ist es ausschließlich hochwertiger Kalkstein und in welcher Qualität? Wie hoch ist der Anteil an anderen Stoffen wie Schwefel oder Kieselsäure? Dort im Labor wird dieses Bohrklein, was jetzt in die Dose abgefüllt worden ist, wird zuerst abgesiebt auf einen Kornband von plus minus 2 bis 5 mm, was auch ungefähr dann den wirklich gewaschenen Stein, der durch die Produktion läuft, über die Brecher bis in die Anlagen dementsprechend dann auch dargestellt wird und dementsprechend auch die Chemie dann der Analyse zu dem Stein passt. Ulrich Neumann hat von den verschiedenen Bohrlöchern Proben genommen. Diese genauen Untersuchungen sind täglicher Standard und Grundlage für die entsprechende Zuordnung bei der Aufbereitung. Die Besonderheit des Steinbruchs liegt darin, dass sich das Vorkommen inhomogen präsentiert. Das heißt,
Die Lagerstätten sind von unterschiedlicher Qualität. Der gewonnene Kalkstein muss bereits im Steinbruch gemischt werden. Bei den Untersuchungen kommt es auf eine schnelle und umfassende Analyse an. Die Anlage misst die Probe automatisch. Die Daten werden ausgelesen, ins Datensystem übertragen und aus diesem Datensystem, Datenbanksystem, werde ich und andere, die an der Qualität interessiert sind, dementsprechend die Daten dann rausziehen. Diese Daten, die Chemie, wird diesem Bohrloch, Sprengbohrloch zugeordnet und repräsentiert die Qualität des Steins, die mit diesem Sprengbohrloch gewonnen wird. Rund 400 Millionen Jahre reicht die Geschichte des Kalksteins zurück, als nämlich das Rheinland noch Meer war und sich am Nordrand des rheinischen Schiefergebirges ein devonischer Riffgürtel bildete. Aus Eier- und Muschelschalen, Schneckengehäusen, Perlen und vor allem Korallen entstand Kalkstein, Calciumcarbonat CaCO3. Das Meer ging allmählich zurück, die Riffe wurden überlagert, unter Druck bildete sich Kalkstein. Ein letzter prüfender Blick des Sprengmeisters auf dem Weg zum Tempel. Von diesem Schutzstand aus zündet er gleich die Sprengladungen. Gespannte Erwartung liegt in der Luft. Alle Mitarbeiter haben den Sprengbereich verlassen. Der zweifache Hubton signalisiert: Achtung, Sprengung. Durch die Zündung im Millisekundenabstand verringern sich Lärm und Erschütterung deutlich. Knapp 30.000 Tonnen Gestein brechen aus der Wand. Normalerweise gibt es jeden Werktag um 11 Uhr 2 bis 3 Sprengungen, um die angestrebten Fördermengen erreichen zu können. Der Steinbruchmeister begutachtet als erster das gesprengte Gestein, Haufwerk genannt. Das Gehen durch das Haufwerk ist also die nachträgliche Kontrolle nach der Sprengung. Allein von der Optik her, wie sieht das Material aus, wie ist die Stückigkeit, gibt es Auffälligkeiten im Material von der Qualitätsstruktur. Mit der Sprengung des heutigen Tages bin ich sehr zufrieden, weil sie ist eigentlich optimal gelaufen, weil nicht nur die Wetterbedingungen eine große Rolle spielen, vor allen Dingen auch die Geologie von der Wand. Man sieht ja auch, dass die Wände sehr stark unterschiedlich strukturiert sind. Und die Berechnungen für so eine Sprenganlage sind da nicht ganz einfach, weil es ist Natur und die Natur gibt auch einen gewissen Widerstand. Und den muss man also optimal versuchen zu überwinden, indem man also das Haufwerk so sprengt, dass die Stückigkeit stimmt, nicht zu viel Unterkorn ist, nicht zu viel Großkorn ist und trotzdem das Haufwerk auch für das Ladegerät ladefähig ist. Das Kribbeln ist jeden Tag. Das Kribbeln ist, sage ich mal so, auch wie bei einem Künstler, der auf die Bühne tritt, immer wieder. Das Erfolgserlebnis muss sein, weil man kann beim Sprengen nichts mehr ändern. Man kann alles optimal vorbereiten, aber in dem Moment, wo die Sprengung ausgelöst wird, muss alles funktionieren. Und dieses Kribbeln ist dann bis zu dem Zeitpunkt da, wenn sich die Staubwolke verzogen hat und die Sprengung optimal erfolgt, dann hat man doch ein sehr gutes Gefühl. Täglich. Also das ist und bleibt. Die täglichen Sprengungen, der Umgang mit fast unüberschaubaren Gesteinsmengen, riesige Schwerlastkraftwagen mit mannshohen Reifen, eine Arbeit, die nicht ungefährlich ist. Deshalb genießt Sicherheit höchste Priorität und der Aufwand zahlt sich aus. Wenn ich zurückblickend auf das letzte Unfallereignis aus dem Jahre 2003 schaue, dann sind wir ja eigentlich zweimal 365 Tage unfallfrei in diesem Werk Flandersbach. Und das Unternehmen ist also sehr stolz darauf. Ununterbrochen sind Radlader mit riesigen Schaufeln und besonders die gigantischen LKWs unterwegs.
Nach einem ausgeklügelten System der Qualitätssteuerung bringen sie das Haufwerk in einer Größenordnung von 40.000 Tagestonnen zur Brecheranlage. Die Anlieferung aus den verschiedenen Ladestellen erfolgt je nach Laborergebnis. Durch diese gezielte Mischung erreicht man die erforderliche einheitliche Qualität. Im Werk Flandersbach werden Jahr für Jahr viele Millionen Tonnen Kalkstein gewonnen und aufbereitet. Wir gewinnen hier im Steinbruch jährlich 8 Millionen Tonnen Rohstein, Kalkstein. Und daraus machen wir insgesamt 1,9 Millionen Tonnen gebrannte Produkte. Das ist unser wichtigstes Produkt, ein wertschöpfungsintensives Produkt. Und wir machen etwas über 3 Millionen Tonnen ungebrannte Produkte. Jürgen, ich fahre gerade zum Brecher. Ja, okay. Die beiden LKWs hier am Brecher stehen. Guck mal, dass ihr die Mulde runterbekommt. Die Ampel steht auf grün. Der Fahrer kann also zur Brecheranlage vorfahren und die Ladung abkippen. Brechen und Waschen sind die beiden ersten Arbeitsschritte bei der Aufbereitung. Hierfür benötigt man große Wassermengen. Ja, das Wasser kommt aus unserer Gesteinsaufbereitung. Das heißt, das mit Sediment beladene Wasser wird hier in dem nördlichen Bereich des ehemaligen Steinbruchsbrennhauses eingespült. Dort sedimentieren diese Feststoffe ab und das klare Wasser läuft dann Richtung Süden und wird dort immer wieder genutzt. Pro Stunde sind 3500 Kubikmeter Wasser im Kreislauf. Die karibische Färbung kommt nicht von Algen, sondern von gelösten Kalksteinpartikeln. Die Waschanlage. Riesige Siebe sortieren die gereinigten Kalksteine nach unterschiedlichen Korngrößen vor. Im Leitstand hat eine Mitarbeiterin alles im Blick. Auch das Ofensteinlager, das stets gefüllt sein muss. Öfen kann man nicht einfach freitags abschalten. Sie laufen das ganze Jahr über rund um die Uhr. Ja, wir haben ja das Glück hier in Wülfrath, dass wir mit unserem Rohstoff, den die Natur uns geschenkt hat, vor den Toren des Ruhrgebietes liegen, also vor dem interessantesten Industriegebiet, das es in Deutschland gibt. Ich sagte vorhin, gegründet von August Thyssen, der seine Stahlindustrie beliefern wollte. Das ist immer noch der größte Kunde für dieses Werk hier. 55% der gebrannten Produkte gehen in die Stahlindustrie. Das Thyssen-Krupp-Stahlwerk in Duisburg, einer der Hauptkunden von Rheinkalk. Für die Hochöfen benötigt das Werk große Mengen an Kalkstein und Kalk. Wir beziehen am Tag etwa 3500 Tonnen Kalkstein für die Sinterproduktion. Sinter ist ein Vorprodukt der Roheisenerzeugung. Der Sinter sind zusammengebackene Feinerzstücke, die wir als Stück im Hochofen einsetzen können zur Eisenerzeugung. Der gemahlene Kalkstein im Sinter sorgt beim Hochofenprozess dafür, dass sich Verunreinigungen wie Kieselsäure und Phosphor mit ihm zu Schlacke verbinden. Zurück im Werk Flandersbach. Optisches und technisches Highlight sind die vier Drehrohröfen. Der Kalkstein rutscht in 2 Stunden langsam durch den 90 Meter langen Zylinder. Bei einer Temperatur von bis zu 1300 Grad entweicht das im Gestein enthaltene CO2. Es entsteht gebrannter Kalk.
Pro Tag verlassen jeden Drehrohrofen rund 1000 Tonnen Brandkalk. Dieses Produkt braucht man vor allem in der Stahlindustrie. Ein Fünftel der Wülfrather Produktion geht in den Umweltschutz, ein weiteres Fünftel in die chemische Industrie und nur noch ein kleiner Teil in die Bauindustrie. Das Besondere an unseren Drehrohröfen ist aber im Gegensatz zu den Schachtöfen, dass wir drei verschiedene Qualitäten von Kalk hier herstellen können. Und zwar ist es einmal der Weichbrand-, der Mittel- und der Hartbrandkalk, die sich in ihrer Reaktivität, das heißt in ihrem Brenngrad, unterscheiden. Der hartgebrannte Kalk ist weniger reaktiv als der weichgebrannte Kalk. Und manche Kunden, wie zum Beispiel die Porenbetonindustrie, wünscht ausschließlich diesen hartgebrannten Kalk von uns. Unsere Hauptkunden, die Stahlindustrie, nehmen fast ausschließlich oder überwiegend den Weichbrandkalk. Die Leistung eines Schachtofens ist gerade mal halb so groß wie die eines Drehrohrofens, 500 Tonnen pro Tag. Trotzdem braucht man diese Schachtöfen, um den hohen Bedarf an Weichbrand für die Stahlindustrie decken zu können. Kalkstein und Brandkalk verschaffen am Standort Wülfrath rund 560 Mitarbeitern Lohn und Brot. Dazu kommen 70 Ausbildungsplätze und bundesweit mehrere tausend Arbeitsstellen, die direkt oder indirekt von der Kalkindustrie abhängen. In Wülfrath selbst unterstützt die Firma lokale Projekte gemeinnütziger und kultureller Art. Insgesamt also ein gewichtiger Arbeitgeber für die Region, der seine Produkte wie früher hauptsächlich im nahegelegenen Ruhrgebiet absetzt. Die Verladung erfolgt zum überwiegenden Teil per Bahn auf den betriebseigenen Gleisanlagen. Die Züge transportieren das georderte Produkt zum Beispiel zur Stahlindustrie nach Duisburg. Andere Kunden wiederum erhalten die Ware per Schiff ab Düsseldorf rheinabwärts Richtung Niederlande. Kalkstein ist einer der wichtigsten Rohstoffe des Rheinlands. Neben der Kohle hat er die dicht besiedelte Region ökonomisch und ökologisch geprägt. Während die Kohle heute kaum noch eine Rolle spielt, hat die Kalkindustrie wegen der boomenden Stahlherstellung weiterhin Konjunktur. Das über Jahrzehnte erarbeitete und gewachsene technische Know-how bleibt gefragt. Von der Lkw-Verladestation aus gehen jährlich 20.000 Tonnen Brandkalk zum Heizkraftwerk der STEAG in Duisburg-Walsum. Es benötigt diese Menge im Umweltschutz, für Rauchgasreinigung und Wasseraufbereitung. Wir brauchen im Prinzip gelöschten Kalk. Den brauchen wir für unsere Rauchgasaufbereitung zur Entschwefelung. Der Kalk wird quasi in einem Bottich vermixt zu dieser Kalkmilch. Und die Kalkmilch wird in unserem Rauchgaswäscher zugegeben und dort wird das wie eine Dusche von oben herunter geduscht. Und die Schwefelpartikel im Rauchgas lagern sich in dieser Suspension an und werden somit aus dem Rauchgas entfernt. Wir produzieren Gips. Gips ist ja im Prinzip schwefelsaurer Kalk. Und dieser Gips fällt hier in größeren Mengen an. Pro Jahr haben wir ungefähr 50.000 Tonnen, die hier anfallen. Die werden vermarktet und zwar gehen die hier zur Gipsfabrik Knauf in Neuss. Und die stellen dort diese Produkte her, die man im Baumarkt kaufen kann. Das ist Baugips oder Gipskartonplatten. Kalk entzieht dem Abwasser organische Schadstoffe bzw. Schwermetalle und senkt zudem den Phosphatgehalt. Wie viele andere Industrien muss auch Rheinkalk für ökologische Ausgleichsmaßnahmen sorgen. Wenn wir von Umweltschutz reden, meinen wir damit im Wesentlichen zwei Aspekte. Zum einen die Rekultivierung. Da haben wir ein Paradebeispiel im Hintergrund hier.
Wir meinen aber auch, dass wir versuchen zu vermeiden, Staubemissionen, Luftemissionen schon im laufenden Betrieb entstehen zu lassen. Wie schnell die Natur sich solch ein Areal zurückerobert, sieht man auch sehr schön daran. Hier werden regelmäßig Zählungen durchgeführt. Welche Pflanzen haben sich hier angesiedelt? Welche Vögel findet man hier oder Amphibien? So zählen wir bereits seit 1974 größere Kolonien von Geburtshelferkröten, die ja wirklich höchste Schutzpriorität genießen. Wir haben in dem See hinter uns Fische ausgesetzt. Dort finden Sie Forellen, Zander, Aale, aber auch Flusskrebse und Schnecken. Und wenn man sich die Pflanzenwelt anschaut, so können wir mittlerweile wild wachsende Orchideen und diese Dinge alle finden. Ein Beispiel für eine andere Nutzung von Steinbrüchen. Hier testet Land Rover seine Fahrzeuge auf Herz und Nieren. Bei Kundenveranstaltungen können zudem Interessierte ausprobieren, was ihre Geländewagen leisten. Sicherlich eine ungewöhnliche Nutzung. Alltäglich hingegen sind Produkte wie Zucker, Zahnpasta, Wasser, in denen Kalk enthalten ist. Auch für die Herstellung von Papier oder Kosmetika, zum Beispiel Lippenstift, benötigt die Industrie Kalkstein bzw. gebrannten Kalk. Zwei Materialien, von denen statistisch gesehen jeder Bundesbürger rund 6 Kilogramm täglich verbraucht. Ein ungeahnter Stellenwert für einen rheinischen Rohstoff.